Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Stick, das ist Gamegenoss Schrägstrich aus Under Germany. Ich befinde mich endlich auf dem Closed Beta Test Server von Wargaming. Von War Thunder, beziehungsweise von Wargaming, genau. Schön wäre es gewesen für die. Von War Thunder. Mache hier meine erste Testfahrt mit dem Panzerkampfwagen 4F2. Aus irgendeinem Grund kann ich momentan kein Spiel joinen. Ich denke mal, da gibt es ein kleines technisches Problem. Im Zuge der angeklickten NDA muss ich sagen, das ist kein negatives Statement zu dem zum Spiel von Gaijin, sondern das ist einfach eine simple Feststellung, dass momentan einfach da was nicht funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass dran gearbeitet wird. Egal. Ja, nichtsdestotrotz nutzen wir die Zeit und fahren hier mal kurz unseren Panzer Gassi. Momentan stehen leider nur wenige Modelle zur Verfügung. Wie gesagt, das ist eine Closed Beta. Sehr closed, um genau zu sein. Es sind bei den Deutschen, glaube ich, fünf oder sechs Modelle verfügbar. Bei den Russen ebenso. Und nur der Arcade-Modus als Schlachtgrund. Aber das schadet uns ja nicht. Wir können uns hier zumindest schon mal eine Karte angucken. Ja, gucken wir uns doch einfach mal das Panzermodell an. Bleiben wir einfach mal stehen hier in der Gegend. Halt, hier stehen. Stopp. Da. So, genau. Reinzoomen geht auch. Also. Wie wir sehen, unser Panzermodell ist sehr, sehr detailliert. Sehr viel detaillierter als das, was bei World of Tanks abgeht. Ich schieße jetzt da mal auf den Berg. Mal gucken, wie sich das anhört. Mit 1. Oder wie schießt man? Moment. Gucken wir doch mal in den Controls nach. Machine Gun, Kanone, linker Mausbutton. Ja, habe ich doch gedrückt. Das funktioniert doch nicht. Controls. Tank Control, da haben wir es doch. Tank Fire. Was? Tank Control Lock. Tank Control Instructor Basic. Mouse Aim Reload Gun Toggle Gear. Das ist okay. Forward Steering Left Brake. Dann Assign Button. Linker Maus Button. Okay. Ja. Okay, dann müssen wir da mal gucken, wie wir das hinkriegen. Assign Button Leertaste. Drop Bomb. Oh, die machen wir eh nicht. Replace. So. Zack. So. Return Resume. Da haben wir es. Bang. So. Haben wir es rausgefunden. Gucken, ob das. So. Rechter Mausbutton ist ranzoomen zum genaueren Ziel. Leertaste ist. Leertaste ist Feuer. Alles klar. So. Wir haben zwei verschiedene Munitionsarten. Ich weiß aber jetzt nicht, wie ich die zweite auswähle. Müsste ich nochmal nachgucken. Egal. Auf alle Fälle schießt er schon mal sehr gut. Nachladezeit wird auch angezeigt mit dem kleinen grünen Kreis da um den Marker. Joa, sieht doch ganz witzig aus. Gucken wir uns das Gelände einfach mal an und dann gucken wir mal hier, wie das ganze Fahrzeugmodell sich im Gelände bewegt. Oh, die. Seht ihr da die Spannrollen? Sieht doch mal edel aus. So, qualmt anständig. Wie sich das für ein Panzer 4 gehört. Turm dreht sich auch entsprechend. Original. Fahren wir mal ein bisschen durchs Gelände weiter, ne? So. Fahren wir hier mal das Gehölz um. Gucken, wie sich das bewegt. Knick. Und Baum weg. So. Hier schon mal sehr edel aus. Jetzt haben wir da oben links eine Geschwindigkeit von 22 km/h, 15 km/h. Ist nicht sehr fix, das Gerät. Was passiert, wenn ich hier drauf schieße? Ja, funktioniert doch einwandfrei. Also, ich muss sagen, auch wenn das hier nur ein
eine Testfahrt ist. Ich bin sehr begeistert von der Umgebung alleine schon, wenn man sich das hier anguckt und dann mal vergleicht, was man bei World of Tanks geboten kriegt. Das ist schon eine andere Welt, Leute. Das ist schon edel. Schießen wir mal dahin. Sieht man die Explosion? Nee, aber. Kann man eigentlich einen Baum wegschießen? Gucken wir mal. Okay. Treffen müsste ich ihn auch noch. Wir werden es nicht erfahren. So. Auf alle Fälle sieht das schon mal sehr geschmeidig aus. Ich werde mal kurz rausgehen, wenn ein anderes Fahrzeug nehmen und dann bin ich gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Diesmal mit dem Panzer 2. Das jetzt funktioniert. 2 cm Flak. Gucken wir mal, ob wir das hier mit dem. Ja, wir haben die linke Maustaste endlich gekriegt. So. Bang, 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 bang. So, Panzer 2 Action. Immer noch Test Drive. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen den allgemeinen Chat verfolgt und auch so YouTube-Größen wie Entec und Origin und wie sie alle heißen, haben dasselbe Problem, dass momentan einfach die Server nicht so richtig zu funktionieren scheinen, aber Gaijin arbeitet wohl an einer Lösung. Ja, wie gesagt, wir nutzen die Zeit einfach mit Test Drive und cruisen hier mit unserem Panzer 2 ein bisschen geil durch die Gegend. Driftet das nur. Ja, das ist War Thunder Drift. Wir kommen dazu, jetzt haben wir uns festgefahren. Nee, so. Uns den mal an. Panzer 2. Panzer 2. Alles wunderschön modelliert. Darf nicht vergessen, ich muss. Ne, mache ich nicht. Das Video lade ich einfach so hoch. Da zwei Benzinkanister, das Bordwerkzeug. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr sogar hören, wie der Tonkranz sich bewegt. Ich sollte weniger von den Waffeln essen, da kriege ich echt nur saures Aufstoßen von. Egal, fahren wir einfach mal ein bisschen weiter hier. Wow! Oh, mit der Geschwindigkeit muss man echt aufpassen, wo man ein bisschen fährt. Weil das ist dann echt nicht einfach zu steuern. Schießen wir mal noch eine Runde. So. Ich habe es ja in den Videos schon gesehen und war jetzt echt begeistert, dass ich es mit dem Kleinen endlich hinbekommen habe, da das Ganze dann zu patchen. Das ist nicht alles so einfach mit der Dateierstellung und so weiter. Aber es funktioniert, wenn man sich da einigermaßen reinfuchst. Und ja, dieses Ungeeiere hier mit der Kanone, da muss man sich echt mal dran gewöhnen. Ich muss mal was an dem Motion Blur hier noch ändern, glaube ich. Das nervt ein bisschen. Alle Fälle. Und gucken wir uns mal die Details an. Also, wir haben hier vernünftiges Gras, wir haben hier anständige Bodentextur, in Relation dazu auch wunderschöne Bäume und Bunker. Unser Panzer, genial, das Fahrgefühl ist echt schön. Wir sind jetzt hier an einem Berg festgefahren. Moment. Track damaged. Oh, links, wir sehen Track damaged, wir haben es hingekriegt, den Panzer zu beschädigen. Wie habe ich mir denn die linke Kette kaputt gefahren und nicht rechts auf den Stein? Na gut, das ist halt Panzerlogik. So, was haben wir noch? Ja, wir haben links eine Funkantenne, die sich sogar mit der Fahrzeugbewegung bewegt. Links, rechts, ein bisschen. Das ist wunderschön gemacht alles. Die haben sich echt Mühe gegeben. Das sieht echt genial aus, wie sie das gemacht haben. Bin
echt gespannt, wie sich das dann im Kampf spielt. Gucken, ob wir hier runterfallen können. Wow! Und da haben wir ihn umgekippt. Okay. Also der Unterboden kann dreckig werden. Jetzt, ja. Ja, die Kette bewegt sich noch. Links, rechts. Schießen können wir nicht mehr. Okay. Gucken wir mal. Bang! Da hat es den Panzer zerrissen. Gucken wir uns doch mal das an, was momentan im Hauptmenü abgeht. Wir machen den Chat mal aus, nicht dass hier irgendwie Probleme auftauchen. Also, wir haben bei den Deutschen zur Verfügung ein Schluck 3, Ausführung F. Hässlich, aber irgendwie auch schön. Panzer 4, Ausführung F2, da ist er. Panzer 4C mit dem kurzen Turm und der Panzer F2 natürlich mit dem langen Turm, mit dem Munitionskasten dran, dann Panzer 2, den wir hatten. Und dann gucken wir mal kurz den Forschungstrie an. Ja, wir erforschen gerade den Flak-Panzer. Das ist halt 20mm Flak auf Panzer 1 Fahrgestell, müsste das glaube ich sein. Ne, nicht Testfahrt, sondern angucken. Angucken. Da. Da, das ist, ja, Panzer 1 Fahrgestell. 20mm Flak, das ist dieselbe Kanone, die wir im Panzer 2 dann gerade gehört haben. Ansonsten haben wir noch die Russen. Da haben wir hier den T-70, den KV-1 und den T-34. Ja, da brauche ich glaube ich nicht großartig was zeigen, weil T-4-Panzer haben wir alle schon mal gesehen. Da gibt es keine großen Überraschungen. Das ist halt alles, was momentan machbar ist. Und das zum Testen reicht es auf alle Fälle locker. Das sind mehr als genug. Und wenn man sich dann eingefahren hat, dann das Ganze dann immer weiter erweitert wird in der Closed Beta, werden auch langfristig dann Modelle dazukommen. Dann werden wir uns dort auch mehr Fahrzeuge angucken können. Ansonsten denke ich mal, dass die Open Beta, ich hoffe mal bald beginnt, dass wir alle was von haben. Aber es ist halt Closed Beta und diese Sachen hier können sich halt immer noch täglich verändern. Was wahrscheinlich auch passieren wird. 20mm KWK 30, genau, das ist der. So. Ja, dann nehmen wir nochmal das Stuck und machen da nochmal eine Testrunde. Dann probiere ich es da nochmal mit. Kann man eigentlich. Reference Time. Machen wir mal. Evening, ob das funktioniert. Gucken wir uns das mal an. Auch ein sehr schöner Startbildschirm oder Ladebildschirm hier. Sherman, was ist das dahinter? Auch ein Sherman. Oder? Ja. Aber die Kombination ist ein bisschen seltsam. Zwei Lavochkin, eine Messerschmitt und dann. Na gut. So, hier haben wir das Stück 3. Ist das ein hässliches Stück Metall? Aber wir sehen, das Gras ist echt sehr schön. Wir können mal gucken, nochmal genau hier. Wir gucken mal von der Seite. Wenn wir von hier auf das Fahrzeug gucken, sehen wir es kaum, weil wir das Gras halt direkt vor uns haben. Wenn man ein bisschen hinhört. Wenn ich hier die Kanone bewege. Dann hört man, wie der Richtschütze da an der Kurbel dreht. Muss ich nochmal rausfinden, wie man die Munitionsart ändert. Natürlich gut, das rauszukriegen, aber das mache ich später. Fahren wir aber einfach mal mit dem Stuck ein bisschen durch die Gegend. Gucken wir uns mal das Fahrgestell an, wie das arbeitet. Ich
Das fährt sich schon eine Spur realistischer als bei World of Tanks. Vor allem sieht es auch besser aus. Muss ich Wargaming... Ach, jetzt hab ich's richtig. Jetzt muss ich Wargaming aber mal richtig anstrengen, um da grafisch qualitativ nachzulegen zu können. Was den Realismusgrad betrifft, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig unterhalten. Das Rennen haben die schon lange verloren. Absolut realistisch. Oh, das sieht man sogar. Dieses von den Metallketten polierte hintere Laufrad. Ist das cool, Mann. Ich bin echt begeistert. Man hört's, glaube ich. Und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Ich bin begeistert. So, gehen wir mal in Stellung. Uäh. Hier mal an, was hier so anliegt. So. Ja. Okay, da sind so schwer. Ja. Nee, ich habe mich nicht festgefahren, auch wenn es so aussieht. Deutscher Panzer ist, der lässt sich von so ein paar russischen Steinen hier nicht aufhalten. Bah, genau. Zack. So, gucken wir mal, wenn wir hier runterfallen, was passiert denn dann? Da passiert genau das, was ich erwartet habe. Aber gucken wir uns mal die Gegner an. Wir haben hier Wasser, 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 Wasser. Obwohl die Engine brauchen wir uns nicht angucken, wir wissen alle genau, wie die aussieht. Wenn man jetzt ein bisschen auf die Laufrollen guckt, wenn ich hier versuche, den Hügel hochzukommen. Oh, das ist sogar einzeln modelliert. Das ist ja nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier den Baum umfahre, was ich nicht kann. Den Weg entlang. Weg entlang, Weg entlang, Weg entlang. Jo. Also ich finde es super. Ich werde mich dann mal intensiv damit beschäftigen, sofern die Server dann offen sind und ich dann auch ein bisschen Arcade-Matches zeigen kann, werde ich die natürlich dann auch in ein Video packen, dann hochladen und mit euch dann meine Erlebnisse teilen. Ja, in diesem Sinne, Game Genuss Special, War Thunder Germany Special. Mein Name ist Stick, aka Banshee Gagge. Ja, bei Facebook bin ich einer der Admins bei unserer War Thunder Germany Gruppe. Wer dort noch nicht drin ist, War Thunder Germany bei Facebook. Dort gibt es eigentlich eine sehr, sehr aktive Community. Auch für den Flugzeugteil. Wir haben im Game auch eine Staffel laufen. Die ist aktuell zwar voll, aber trotzdem darf sich natürlich jeder bei uns melden und dann sein Ingame Tag frei. Was ist das denn hier? Oh, schöne Lichtung. Schick. Das sieht doch schick aus hier. Kann man fast ein Foto von machen, wenn es gehen würde. Warte mal. Geht das vielleicht? Wenn ich das so mache.
klar. Und dann F12 drücke. Gucken wir mal, ob das Foto was geworden ist. Dann mache ich das Foto gleich noch mit rein. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Da gibt es eigentlich immer jemanden, der eine Runde fliegen mag. Und ansonsten sehen wir uns offline oder online. In diesem Sinne, bis später.